herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist ganz komisch, neben mir der Martin. Hallo. Hier seht ihr auch mal meine Frau. Und da ist auch die Sandra, die kennt ihr auch schon. Und ihr Mann ist auch da. Also wir sind hier in Münnerstadt am GT-Treffen. Wir sind vom Bürgermeister eingeladen worden, ne? Ja, vom Bürgermeister. Bürgermeister. Ist der Präsident auch da, ne? Das weiß ich doch. Nee, ah, da läuft das. Da läuft das. Es geht gleich weiter. Wir zeigen einen kleinen Ausschnitt von dem Bürgermeister, der sich da freut, dass man sich hier so ein Treffen macht. Das gibt es leider nicht überall, dass sich Bürgermeister über ein Treffen freuen. Aber hier ist es so. Anscheinend, also ich kenne es noch nicht so lange, aber anscheinend wird es ein Halligalli geben. Ich werde euch versuchen, überall mitzunehmen. Das ist der Veranstalter, der Matthias, der in dem grünen Pulli. Aber mit dem quatschen wir nachher auch nochmal. Also dranbleiben, ich zeige euch alles, was hier passiert. Heute ist übrigens erst Samstag, morgen geht's los, aber ich nehme euch komplett überall mit. Das kommt davon, wenn man den Autoverrückten einfach Spielzeug auf den Tisch legt. Ne? Es ist Tuning. So, guten Morgen. Es ist 8:30 morgens, Sonntagmorgen. Und es fühlt sich schon hier langsam alles. Um 10 Uhr soll es hier losgehen. Bin gespannt, wie der Tag heute wird. So, jetzt geht's langsam los hier. Was macht ihr hier jetzt auf einen auf Sauberkeit? Ja. Ich bin das beste Beispiel hier. Du bist das beste Negativbeispiel, ne? Da bin ich stolz drauf. Ja, ich weiß. Das ist dein Markenzeichen, dass die Autos alle dreckig sind. Ja. Ja. Gibt's sonst noch einen hier? So dreckig ist wie ja. Keiner. Wir könnten ja suchen. Ich habe mich noch nicht umgeschaut hier. Ich wasche kein Auto. Sonntag früh um 10 Uhr. Aber alle anderen machen es hier. Das gehört halt so ein bisschen dazu, oder? Du hast auch dazu. Martin, hast du putzt? Ja, ist er fertig? Ei, machst du das schön. Soll ich deine auch noch mal putzen? Dass man weiß, wie du meine ist sauber. So, jetzt laufen wir ein bisschen rum und dann zeigen wir mal, was da alles geht. In jeder Gasse im Prinzip stehen Autos über die ganze Stadt, Städtchen verteilt. Und wir reden auch nachher mal mit dem Bürgermeister, wenn wir ihn nochmal treffen, ob wir ihn nach Heilbronn ziehen können. Hier sieht es auf jeden Fall mehr nach GT-Treffen aus, wie mittlerweile am Wörthersee. Ist doch so, oder? Ja. Doch. Also echt alle Varianten von GTs da, ne? Und also nur VAG. Gut, ist ja auch so gewollt, ja? Ja, am Wörthersee ist es ja mittlerweile. Ja, ist auch gewollt, aber. Aber ist mittlerweile anders. Und da fahren echt viele coole Autos rum, ne? Was hier passiert jetzt? Das Auto ist zu hoch. Ja. Die Polizei hat hier einfach gesagt, es geht nicht, dass ein Auto so hoch ist auf dem Tuning-Treffen. Verboten. Verboten. Deswegen wurde das Auto jetzt stillgelegt. Wir können mal die Polizisten fragen, warum das überhaupt ist. Weil er 16 cm Bodenfreiheit hat. Komm mal mit, Herr. War gestern zu viel, gell? Herr Nico, kommen Sie mal mit. Jetzt kommen die Veranstalter. Und der Bürgermeister. Der Bürgermeister und der Veranstalter haben sich jetzt eingesetzt, dass die Polizeikontrolle sich auflöst. Du siehst mal, der Bürgermeister hat einen Orden verdient. Das war unser alter Artion, der auch schon von Anfang an die Retro-Felgen bestellt hat. Und zwar sind die eigentlich roh und mit einem dunklen Klarlack verstellen. Sieht schon fett aus, ne? Und das mit der großen Bremse auch noch. Was ist los? Hunger. Wir haben jetzt Hunger. Ja. Mittagszeit, wir essen zeitig. Gucken wir mal, was wir so kriegen hier, ne?
Also Matthias und Sascha, das sind die Veranstalter hier von GTI. MeinGTI.com heißt die Seite. Genau. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, wann das nächste Treffen ist. 2. Oktober? 2. Oktober ist Saisonabschluss. 2. Oktober war es. Genau. So, Hut ab, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ich habe selten ein GTI-Treffen so gesehen. Ja. Wörthersee vor 30 Jahren. Ja. Und seitdem aber nicht mehr. Und vor allem, wie es abläuft. Ruhig, Piano, ne? Ruhig, fast schon zu ruhig. Ja? Ja. Ein bisschen Musik fehlt im Hintergrund. Trotz Türken oder was? Ja. Er hat mich auch benommen heute hier. Stimmt, stimmt. Du wolltest schlägern, aber da hast du genau, drauf, ne? Mit der Polizei, ja. Aber alles gut verlaufen. Anderes Thema, ne? Und ich finde es auch cool, dass selbst ihr oder der Bürgermeister euch da ein bisschen mit eingemischt hat bei dem Thema. Das war uns richtig. Zumindest mal hier alles wieder ein bisschen. Genau. Und es spielt natürlich eine große Rolle, wenn Leute, Veranstalter, Bürgermeister natürlich auch mitmachen. Wir wollen ja weitermachen. Und jetzt mit dem Einsatzleiter kurz wirklich vernünftig sprechen. Und wie ich versprochen habe, dass ich die Versammlung auflöse von den Treffenteilnehmern, ja. Hat er ja versprochen, wir beenden die Polizeikontrolle an der Stelle. Und dann hat sich das Ganze auch aufgelöst. Aber ich glaube, wir leben mittlerweile in so einer Zeit, dass wir das auch Umkreis von 20 Kilometern einfach nicht mehr verhindern können. Das stimmt. Ja. Das wird immer so sein. Sobald sie außen rum sind, die herfahrenden oder heimfahrenden Leute werden halt geprüft. Aber wie gesagt, manche Stilllegungen sind auch gerechtfertigt. Ja, aber also gerechtfertigt ist blöd gesagt, aber die wissen es ja. Genau. Wir haben ja trotzdem super Fahrzeuge hierher geschafft. Wie bitte? Wir haben ja schöne Autos den Weg hierher gebracht. Ja, ja. Auch mit Luft. Ja. Na, also wirklich. Aber es ging ist, auch, ja. Es ist ganz klar, nicht jeder wird kontrolliert. Stimmt. Nicht jeder, der zu schnell fährt, wird geblitzt. Ja. Und mit Luftfahrwerken, was ja gerade das Thema war, wo wir waren, hast du halt grundsätzlich ein Problem. Ist leider so. Ist leider so, das wissen die Leute aber auch. Aber man konnte wirklich mit dem Einsatzleiter sprechen, also das war okay. Ja, das jetzt aufgehoben wurde, das fand ich jetzt cool. Genau. Und ich werde definitiv im Oktober auf jeden Fall nochmal kommen. Ja, würde mich mega gleich mit einem Video machen. Ja? Das wäre schön. Ja? Ohne rote Nummern, weil das war auch ohne Thema. Rote Nummern, das ja, war auch so ein Thema. Muss zugelassen sein. Richtig, ja? Richtig. Aber ansonsten darfst du auch als Trailer-Gewinn helfen. Na dann, okay. Kein Thema. Vielen, vielen Dank nochmal an euch. Schön, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Und danke an Sandra, weil sie hat dich ja hierher genötigt, ne? Na? Ja. Sie hat ihren Ruhm positiv mal genutzt. Sie hat aber keine Zeit für uns heute. Echt? Ja. Stimmt überhaupt. Ja, weil sie zu fame ist. Ja, dauerhaft. Stimmt aber müssen wir nicht drüber reden, oder? Ich meine, wir haben es gestern Abend versucht zu bereden. Richtig. Aber es hat bis heute nichts genützt. Nein, geht ja, aber sie will nicht. Halt nicht anders. Ne? Aber so ist es halt. So kennt man die Sandra. Ja, nein, aber. Lass dich auf mir sitzen. Wir lieben dich trotzdem. Und schönen Grüß an den Bürgermeister. Echt ein cooler Typ. Richten wir aus. Doch, vielleicht ja. Können wir den nach Heilbronn holen. Gerne. Als Bürgermeister? Ja, richtig. Im Austauschprogramm? Genau. Was kriegt man dafür? Ich kenne unseren gar nicht. Ist so schön, du bist das erste Mal hier und lernst ihn gleich kennen. Genau. Gut, genau. Oder? Na dann. Perfekt. Also, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Tschüss.